Zone. Hallo allerseits, herzlich willkommen zu Perseus Titan Slayer. Wir haben uns schon mal den Prolog angeschaut, eine frühe Version. Jetzt ist Version 1.1.0 dran und wir starten hier mal einen Dungeon Crawler Kampagnenspielmodus mit dem leichtesten quasi Schwierigkeitsgrad. Und los geht's. The oceans shall flood and the mountains shall crumble. This is a promise of things that are yet to come. So, was wissen wir von dem Spiel? Dass es cool aussieht, dass die Fähigkeiten richtig Wumms haben. So, wir haben momentan diesen Angriff hier. Das ist der Standardangriff. RB. Okay. So. A ist Dash. Verwende Splitter, um dauerhafte Upgrades freizuschalten. Wir haben allerdings noch keine Fragmente. Splitter werden durch das Spielen des Spiels gewonnen. Verwendet Splitter, um dauerhafte Upgrades freizuschalten. Okay. Das Abschließen jedes Waffenbaums schaltet ein dauerhaftes legendäres Upgrade frei. So. Ja. Gehen wir mal. Hier rüber. Schätze lassen je nach ausgewähltem Raum Gegenstände fallen. Drücke linke Maustaste zielen oder E, um Gegenstände aufzuheben. Oder das Digi-Kreuz nach unten und Digi-Kreuz nach oben, um das Inventar zu öffnen. Okay, wir können mit dem... So, jetzt haben wir es genommen. Hier haben wir Stiefel. Die können wir... mit Rechtsklick. Genau. Auswählen. Ein Tier 2 Edelstein. Okay. Ich glaube, es wird besser sein, das Ganze mit der Maus zu spielen. Wir sollen wohl hier runtergehen zum Ladenbesitzer. Im Menü des Ladenbesitzers kannst du Elixiere kaufen, mit denen du deine Gegenstände verzaubern kannst. Jede Gegenstandskategorie hat ihr eigenes Elixier. Du kannst auch Fähigkeitspunkte kaufen, um deine Fähigkeiten aufzustufen oder neue freizuschalten. Du kannst deine Gegenstände für 50% ihres Preises an den Ladenbesitzer verkaufen. Wir haben 1000, wir könnten hier irgendwas kaufen. Machen wir jetzt aber noch nicht, würde ich sagen. So, und hier geht's dann los. Es gibt hier wohl 4 mögliche Pfade. Und wenn wir scrollen, geht's rauf bis, ja, zum Endboss. Hier bekommen wir eine Rüstung. Hier bekommen wir einen Edelstein. Hier bekommen wir höhere Chance, Siegel des Mondes zu bekommen, weil Elite-Gegner hier sind. Hier würden wir eine Waffe bekommen. Ich glaube, wir gehen hier diesen Weg mal, weil wir hier bekommen wir eine Rüstung. Hier bekommen wir eine Waffe. Ja. Schauen wir mal. So. Mit der rechten Maustaste schlagen wir normal zu.
Taste 1 ist die erste Fähigkeit. Boah, Spacebar ist dashen. Und man sieht, es geht richtig, richtig ab hier. Basilikum? Moment, Basilikum hat mich jetzt gerade ein wenig irritiert. Ich kann hier Pflanzen sammeln. Das ist eine Äonenklinge. Ich will die Äonenklinge haben. Danke. Kann ich hier... Ah, ich kann. Tier 2, seitliche Waffe. Angriffsschaden 15. Das ist cool. Stärkungszauber. Nehmen wir. Schauen wir mal, ob wir jetzt mehr Schaden oder sichtlich mehr Schaden machen. Ja, schon. Auf jeden Fall. Sehr cool. The years of feasting on his accomplishments have fattened the mortal with pride. He receives the honor of an audience with the gods. Okay. Gut. Wir können jetzt Lebenspunkte regenerieren, Angriffsschaden oder ausweichen. Wir nehmen Angriffsschaden. Wir sind ohnehin voll. So, und außerdem haben wir Fähigkeitspunkte bekommen. Mit Fähigkeitspunkten kannst du das Level deiner aktuellen Fähigkeiten erhöhen oder neu freischalten. Ein Fähigkeitspunkt wird benötigt, um das Level einer beliebigen Fähigkeit anzuheben. Drei Fähigkeitspunkte werden benötigt, um eine neue zufällige Fähigkeit freizuschalten. Wir haben nicht viel, also was ist... Aha, das ist eine passive Fähigkeit. Jedes Mal, wenn deine Gesundheit unter 10% sinkt, bist du unverwundbar, erhältst zusätzlichen Angriffsschaden und Gesundheitsregeneration. Jedes Mal. Okay. Den Schildschlag werden wir mal verbessern, weil mehr Bonusschaden, mehr kritischer Schaden, Abkühlzeiten, Mana-Kosten. Zack, den nehmen wir. So, und hier oben auf der Minimap sehen wir eine Belohnung. Hexenmeisterbeine, die wir gleich ausstatten mit leerer Edelstein. Den können wir jetzt aber nicht rüberpacken. Verwende die Inschrift, um Edelsteine in diesen Gegenstand zu platzieren. Weiß ich jetzt nicht. Wir könnten hier wieder Sachen kaufen. Zum Beispiel kaufen wir jetzt mal einen Fähigkeitspunkt. Und dann geht die Reise auch schon weiter. Hier gibt es hoffentlich einen Edelstein. Oh, die haben schon... Die haben deutlich mehr Leben. Oh Mann. Zum Glück habe ich eine Kokosnuss gefunden. Aber auch der Dash ist eine coole Fähigkeit. Also, grafisch gefällt mir das Ding auf jeden Fall total gut. Und wir haben Magierstiefel bekommen. Wird sich dann noch zeigen, wie das dann auf Dauer wird. Boah, wie... Ah, ich kann zweimal dashen, okay. Gut zu wissen. Hier ist noch ein Gegner. Oh, hier drüben noch einige. Also einzeln sind die überhaupt keine Herausforderung. Ändert sich allerdings schlagartig, wenn hier mehrere kommen.
momentan noch, wollte gerade sagen, sehr entspannt. Und schon habe ich nur noch Hälfte Leben. Ist noch einer oder zwei? So, und dann haben wir hier noch drei Stück ungefähr. Ja. There were many cold nights on the Elder Road. No shelter, no food, but many bandits. 5% Schaden erhöhen. Machen wir mal Angriffsgeschwindigkeit. Gefällt mir gut. Außerdem eine schöne Belohnung. Verbrennung. Das ist wieder ein Edelstein. So, und hier habe ich andere Stiefel bekommen. Ja, die können wir, indem wir die mittlere Maustaste halten, verkaufen. Ladenbesitzer. Kaufen wir mal. So. Die Frage ist jetzt, wie kann ich... Ich habe eigentlich gar keine Hauptwaffe. Das ist ja doof. Die bekomme ich hoffentlich jetzt hier mal. Eine gute Hauptwaffe. Auch wenn es jetzt nicht so gut aussieht für uns. Bronzeschneide ist eine Hauptwaffe, das ist mal schön. Okay, zumindest haben wir jetzt eine Hauptwaffe. Außerdem mit F haben wir einen Gesundheitstrank. Okay. So, wir sollten hier uns möglichst wenig treffen lassen. Ja, toll. Super. Okay, wir haben zwei Health Potions. Ach, genau rein. Zum Glück macht das nicht so viel Schaden. Das sieht auch schon wieder cool aus. Aber trotzdem nicht auf die Gegner vergessen. Hier die Effekte, die Licht und Blut und allerlei Effekte sehen schon richtig schön aus, finde ich. Oh. Habe ich noch einen vergessen. Der traut sich nicht. Au! Komm doch, da.
bleibt doch noch etwas stehen hier. Ja, genau. Oh. Boah, war knapp. Oh Mann. Oh, ich hab nichts mehr. But all I get to return is his heart beating with wrath. He seeks to blame the Olympians for what little he knows. Boah. So. Blaue Augen. Wir könnten jetzt. Ich lasse mal hier die Fähigkeitspunkte stehen, weil wir ja mit 3 eine neue Fähigkeit erlernen können. Eine bessere seitliche Waffe. Ich hatte eigentlich auf eine bessere Hauptwaffe gehofft. Also 2 Fähigkeitspunkte haben wir. So, jetzt haben wir 3. Juggernaut. Erschüttert den Boden, fügt allen Gegnern massive kritische DPS zu. Rufe den mächtigen Bolzenhammer des Zeus an, der dir zusätzlichen Schaden und Angriffsreichweite gewährt. Oder beschwöre Meteore, die Schaden auf Basis deiner maximalen Gesundheit verursachen. Gewährt dir maximale Gesundheit pro getroffenem Gegner. Gewährt dir maximale Gesundheit? Er macht dir nicht so viel Schaden. Aber ich heil mich. Ich mach trotzdem hier. Ich will hier das machen. Jawohl. So, wir haben die Belohnung, wir haben eingekauft und wir gehen jetzt hier weiter. Ja, hier erstmal weiter. Boss, höhere Chance, Gegenstände mit dem Siegel der Sonne zu erhalten. Das ist die Medusa. Die kennen wir auch schon aus dem Prolog. Und wir wurden von einer Gruppe von Geistern angegriffen. Juhi! Die sind erstmal gar nicht so das große Problem, wenn ich ehrlich bin. Machen nämlich gar keinen Schaden bei mir bis jetzt. Im Gegenteil, die werfen nur so um sich mit coolen Sachen. Ein Artefakt, das Feuer des Magiers. Die Frage ist nämlich, ob die Ausrüstung bestehen bleibt. Ich glaube, das war beim Prolog auf jeden Fall nicht so. Ich glaube auch, dass es hier nicht so ist. Aber schauen wir mal. So, wo ist denn die Medusa? Die schmerzen auf jeden Fall, die anderen eher nicht. Armbrust der Finsternis. Eine Hauptwaffe? Okay, sieht nicht nach Armbrust aus. Ich
Ah, hier unten ist. Hier unten. Ah, hallo. Hier ist er. Boah, und die haut gleich mal richtig rein. Richtig übel. Aber ich sollte hier nicht... Auf jeden Fall hier nicht rein in diesen... Oh Mann. Ja, in diesen sollte ich nicht rein. So, das hat mich jetzt eine Lebenskugel gekostet. Ersch. Das wird eng, das wird knapp. Das beinahe in die Hose gegangen. Boah. Ach, das war knapp. Das war knapp. Wir haben auf jeden Fall 700 Fragmente bekommen. The ocean shall flood and the mountain shall run. So. Und wir brauchen... Okay, zumindest hier können wir Bewegungsgeschwindigkeit mit 330 Gesundheit. Ist auch... Das ist auf jeden Fall auch gut. Diese Dinge hier sind noch gesperrt. Genau, zumindest haben wir jetzt etwas mehr Gesundheit. Das ist schon mal gut. Wir haben leider nichts von unserer Ausrüstung. Schade drum. Aber gut. Ich würde sagen, auf geht's in eine neue Runde. Mit dem Ladenbesitzer. Da mache ich jetzt mal nichts. Wir holen uns unsere Belohnung ab. Ist ein Helm. Und ich weiß immer noch nicht, wie ich die Edelsteine reinpacke. Dummerweise. Die Waffengattung wechseln. Dann probieren wir es mal mit Fernkampf. Gleich eine Waffe. Ohne hier gleich weiter. Was? Hoppala. Was ist jetzt hier, wenn ich... Okay, natürlich ist das dann auch eine ganz andere Fähigkeit. Trauben sind gut. Gut fürs Gemüt. Der Klang des Wirbelsturms, was ist das? Auf jeden Fall gehört es mir. Au! Okay.
Oh, ein Fähigkeitspunkt. Dankeschön. A feared grandson turned hero. Perseus answers our summons. But will he answer our call? Nehmen wir gleich noch mehr Gesundheit. Oh, hier ist gar keine Belohnungstruhe. Schade. Hier zwei Truhe. Verzauberungsmenü, um Gegenstände zu verzaubern. Ah, hier! Hier können wir das Elixier reinpacken und hier mit Inschrift können wir Edelsteine einbauen. Jetzt! Ha. Okay. Ja, wir haben hier nichts. Okay, hier haben wir doch was. Das heißt, wir könnten hier den Gegenstand nehmen und hier den Berserker hier dazu. Jedes Mal, wenn du Schaden zufügst, erhöht sich deine Schadensverstärkung um 0,001%. Bis zu 30% wird nach 10 Sekunden zurückgesetzt, wenn du keinen Schaden mehr zufügst. Ja, okay. Ja. Machen wir. Warum denn nicht? Gut, Magiewiderstand ist vielleicht auch ganz toll. Naja, dann kaufen wir hier einen Fähigkeitspunkt können wir kaufen. Dann haben wir nämlich 3 und wir können jetzt eine Feueraxt werfen. Dimensionsebene. Beschwört eine dimensionale Ebene, die Gegnern einen Schaden zufügt, der auf einen Prozent deines Angriffsschadens basiert. Der hört sich auch cool an. Schnelle Dolche. Wir nehmen jetzt den mal. Okay. Na denn. Ach, zielen muss ich. Ja, und immer wenn so ein grüner Dings hier, ach komm. So ein grüner Effekt hier ist, dann schlagen die zu. In dem Fall sieht man es nicht sofort, weil die, glaube ich, diese Stacheln hier in den Boden rammen. Welchen Hunde hier? Goblinsgarben. Okay. Lasst uns an Goblinsgarben laben. Zack. Hier sind noch ein paar. Komm mir nicht zu nah. Was mache ich? Ja, genau. Of feasting on his accomplishments have fattened the mortal. He receives the honor of an audience with the gods. Angriffsschaden. Auf zur Truhe. Okay, Hexenmeisterbeine. Immer her damit. Wir haben einen Zauberstab. Oder noch besser, Goblinsgarben. Die hier verkaufen wir gleich. Dann haben wir 2000. Ich will noch eine Fähigkeit haben. Feuervogel. Beschwöre einen Feuervogel, der allen Gegnern von dir
vor dir Schaden zufügt, verleiht dir Gesundheitsregeneration. Cool. Unterweltfeuer. Beschwöre Banditen aus der Unterwelt, die Schaden verursachen und die Magieresistenz deiner Gegner verringern. Oder beschwöre einen Blitzsturm herauf, der Schaden in Höhe deines maximalen Mannas verursacht und dir maximales Mana pro Schlag gewährt. Ich will den Feuervogel haben. Der hat's mir angetan. Er sieht so aus. Ach jetzt. Ja. Cool. Gut, so. Wir haben alles gemacht. Das ist wieder dieses. Was ist das hier? Komme ich hier etwas, wenn ich das kille? Einen Fähigkeitspunkt. Aha. Sehr schön. Sollte wohl etwas vorsichtiger vorgehen. Ah, hier ist noch so einer. Bekomme ich hier noch einen? Oh, der ist weg. Schade. Wäre interessant gewesen, ob ich noch einen Fähigkeitspunkt bekommen hätte. Schön, schön. So, ja, kommt ruhig her. Ich habe für jeden was übrig. Ich nehme mir Zeit für jeden von euch. Am besten einzeln. Okay, hier kommt noch jemand. Dann sollte es nicht mehr... Ach, das sind trotzdem noch so viele. But no, you would still be wise to seek our counsel today, Perseus, as you once sought mine with faith in the Super Bowl challenge. Lebenspunkte regenerieren. Ja. So, jetzt bin ich gespannt, ob ich wieder jetzt zur Medusa komme und ein Edelstein. 10% einen Sonnenschlag auszulösen. Der hier hat einen leeren Edelstein-Slot. Okay. Und was könnte ich hier noch kaufen? Ein Rüstungselixier. Dann nehme ich hier die Rüstung. Zauber. Oh. Oh. Ich habe hier kein...
Das hat jetzt natürlich nicht so viel gebracht. Ja. Okay. Moment, kann ich nochmal? Ja, ich kann nochmal zurück. Ich will den hier einmal upgraden. Und den hier vielleicht auch einmal upgraden. So, und los geht's. Medusa. Ich gehe gleich zu Medusa. Ja, hallo. Zack. Und schauen wir mal, ob ich jetzt damit vielleicht mehr Chancen habe. Oh. Reisestiefel. Moment. Angelegt. So, weiter geht's. Boah, das war knapp. Ob das so klug war, dass ich nicht vorher die kleinen Dinger hier weggemacht habe. Hm. Ach, ich glaube, das war schon wieder so knapp. Auf jeden Fall haben wir wieder 700 Fragmente erworben und ja, wir könnten wieder beim nächsten Mal uns etwas verbessern. Okay, das kostet alles. Ach so, das hat vielleicht jetzt gar nicht gezählt, weil ich mit dieser Gattung hier gekämpft habe. Ja, das ist auch möglich. Ausweichen. Cool. Okay, ich würde sagen, das war's für heute. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Time to make it rain. Ciao, ciao.